Professor Wohler hat ja mit Recht darauf hingewiesen, mit reinem Idealismus und Bekenntnis zur Freiheit kann man keine dauerhaften und auch rentablen Medien produzieren, sondern sie sind betriebswirtschaftlich zum Erfolg verpflichtet. Sie haben sich in einem harten Wettbewerb zu behaupten und deshalb sind natürlich die Geschäftsmodelle, die eine ausreichende Finanzierungsgrundlage und dann auch eine möglichst gute Qualität bieten, von entscheidender Bedeutung. Und deshalb ist natürlich die Veränderung im technischen Bereich zwischen klassischen Zeitungen und Zeitschriften und der digitalen Medienwelt für Sie einerseits die Möglichkeit wunderbarer Ergänzung, aber andererseits auch eine erhebliche Herausforderung. Wie bei also ein Meer von Informationen, in dem auch die Menschen lernen müssen, mit dieser Flut umzugehen und wo wir auch dankbar sind, wenn die, die Medien produzieren, uns ein bisschen dabei helfen. Der viel zitierte journalistische Ratschlag von Josef Pulitzer, ich zitiere das nochmal, schreibe kurz und Sie werden es lesen, schreibe klar und Sie werden es verstehen, schreibe bildhaft und Sie werden es im Gedächtnis behalten. Ich vermute, das gilt für alle Formen auch der neuen Medien, sofern das Lesen überhaupt noch sozusagen gefragt ist und nicht alles über Bilder geht, aber ich vermute, das Lesen und der Buchstabe werden auch weiter ihre Bedeutung behalten. Und ich glaube, die Grundlage ist, dass wir ja doch eine Freude daran haben, etwas zu verstehen. Die Frage ist, wie weit das über das Verstehen von Neuem, über das Lesen überhaupt noch machbar ist. Und deshalb gehöre ich auch zu denen, die sagen, mit den neuen Medien umgehen können, werden die besser, die in den traditionellen Medien sich gut auskennen, die in der Lage sind, sie aufzunehmen, die in der Lage sind, auf Lesen auch neues Denken zu machen und neue Erkenntnisse zu machen. Diejenigen, die das können, werden sozusagen mit den Basisfähigkeiten ausgestattet, auch sich besser in der neuen Internetwelt zurechtfinden. Allerdings ist das eine Meinung, die nicht überall geteilt wird und manch einer versucht es heute halt auch in jungen Jahren in einer umfassenden politischen Arbeit natürlich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen voranzubringen. Ich habe mich jetzt hier nicht mit der Wirtschaftskrise weiter beschäftigt. Sie haben auch ja, beschlossen, glaube ich, sie ein bisschen zu ignorieren in ihrem Vorangehen, aber ganz ignorieren können wir sie natürlich alle nicht. Und wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich weltweit nicht wieder bessern, wird das ein ganz schwieriger Gang für uns alle. Und deshalb setzt die Bundesregierung jenseits der Medienpolitik auf Wachstum. Ich bin ja durchaus einer sehr kritischen Betrachtung ausgesetzt für die gesamte Bundesregierung über den Pfad, den wir gehen. Ich sage nur, vergessen Sie nicht, es hat einen solchen Wirtschaftseinbruch, wie wir ihn jetzt erleben, in 60 Jahren Bundesrepublik noch nicht gegeben. Wenn es minus 4,5% sind und nicht minus 5, dann freuen wir uns schon. Aber bislang war in den 70er Jahren minus 0,9 das Schwerste und Heftigste. Und das ist immerhin jetzt in diesem Jahr fünfmal so viel. Und die Frage, wie schnell wir da wieder rauskommen, die wird über vieles entscheiden. Sie wird sicherlich auch den Umbruch zu neuen Medien noch einmal in Ihrem Fach beschleunigen. Und es ist in unser aller gemeinsamer Interesse, auch gerade für den Werbemarkt und für vieles, was die Menschen eben auch in ihrem Lebensstandard vorankommen lässt, dass wir hier schnell wieder vorangehen. Und dazu gehört für Deutschland Technologieoffenheit, Technologiefreundlichkeit, Innovationsbereitschaft, Bildung, Zukunftsinvestitionen. Und das sind die Dinge, denen wir auch die allerhöchste Priorität einräumen.